So. Spätestens 30 Minuten vor Aufsichtsbeginn hatte bestellte Versammlungsleiter mit der Polizei am Versammlungstreffpunkt eigenständig Kontakt aufzunehmen. Habe ich gemacht? So, was ist für euch wichtig? Versammlung beginnt um 19 Uhr und endet spätestens um 23 Uhr. Das heißt, der Treffpunkt, der Bahnhofsvorplatz, ist total unbeleuchtet. Lautsprecher und sonstige nur die Scheinwerfer der Polizeiautos beleuchten notdürftig den Platz. Des Demonstrationsweges und einer zur Wahrnehmung des Inhalts der Äußerung ausreichend Weise betrieben werden. Dabei sollen einzelne Geräuschspitzen den Pegel von 90 Dezibel nicht überschreiten. Gut, ist soweit klar. Und dann setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Dann folgt die erste Kundgebung im Wohngebiet. Unterbezahlt und trotz eventueller Vollbeschäftigung Hartz IV beantragt. Über das deutsche Volk riecht weiterhin eine Flut von Flüchtlingen aus aller Herren Länder herein. Das ist die Wahrheit von heute. Und ich sage den Realitätsverweigern, bei den Linken, bei den Gegendemonstranten ganz deutlich, sie haben uns schon einmal verkauft, sie haben das ganze eigene Volk unterdrückt und von Not und Tod nicht Halt gemacht. Wir sagen weiterhin, wir sind das Volk und lassen uns nicht unterdrücken. Werte Freunde und Anwesende, werte Bürger der Stadt Stappenhagen, wir alle sind heute hierher gekommen, weil uns die Sorge eint, wie es in unserer Heimat weitergeht. Bleibt es auch in Zukunft in Stappenhagen, zumindest wie gewohnt, ruhig und friedlich? Gibt es eine Verschärfung der Kriminalität, gerade hinsichtlich Drogen und Gewalt? So soll Stappenhagen mit den umliegenden Orten ein weiteres Experimentierfeld der längst gescheiterten Zuwanderungs- und Integrationspolitik der Etablierten werden und es zu Zuständen kommen, wie sie jeder von uns aus westdeutschen Städten kennt. Die sogenannte Reuterstadt mit ihrem Ortsteil Basepol, in denen eine überschaubare Anzahl von privaten Wohnhäusern und Kleingärten steht, sind beispielhaft für die fehlgeleitete Asylpolitik in Mecklenburg-Vorpommern. In der ehemaligen Bundeswehrkaserne Basepol sollen in naher Zukunft bis 1400 Asylanten untergebracht werden. Die Soldaten sind bereits weg. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, hier bei Ihnen eine Demonstration durchzuführen. Denn so kann es nicht weitergehen. Auch die politische Ausrichtung vor Ort, hier bei Ihnen, ist stark linkslastig, wenn man es so nennen möchte. In der Stadtvertretung stellt die ehemalige SED, PDS die Mehrheit. Der Bürgermeister ist von der Linkspartei und auch der Landesabgeordnete Peter Ritter ist dort heimisch. Und seien Sie sicher, ich habe es gerade wieder in dieser Woche erlebt im Landtag. Peter Ritter hat schon lange den Kontakt zum Volk verloren. Auch er eifert nur noch die ganzen Asylanten hinterher. Und auch die Gegenveranstaltung findet hier statt. Und auch die Medien, ihr habt vielleicht gelesen, zwischen seit Tagen diese übliche Hetze gegen unseren Bürgerprotest auf. Doch wir lassen uns von den ehemaligen Mauermördern und dem SED-Schmierblatt nicht den Mund verbieten. Und noch ein Satz zur Klarstellung. Mit demselben Recht, mit dem wir Fremdespolitiker in Deutschland ganz selbstverständlich immer mehr Zuwanderung, ja sogar ganz offen, Zuwanderung in unsere Sozialsysteme fordern, mit demselben Recht fordern wir ein Ende von Asylmissbrauch, Überfremdung und Ausländerkriminalität. Wir wollen uns nicht mehr bevormunden lassen. Für dieses Recht sind Sie, werte Bürger der Stadt Stappenhagen, sind unsere Väter und Großväter 1989 auf die Straße gegangen. Und das werden wir uns auch von den heute Herrschenden nicht nehmen lassen. Denn wir sind das Volk. Ich fordere Sie, die immer höhere Aufnahmequoten verlangen, dazu auf, doch selbst privat bei sich Asylbewerber zu beherbergen. Ja, ich rufe alle auf, nach der Meinung, wir zu wenig Asylbewerber aufnehmen, gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Schaffen Sie Platz in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus. So können Sie quasi auch als erstes von Ihrer hochgepriesenen Bereicherung profitieren. Vielleicht haben Sie Glück und Sie treffen möglicherweise auf eine Fachkraft. Was ich nicht denke. Doch wollen wir mal Zahlen benennen. Allein in diesem Jahr sollten etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Asylbewerber nach Deutschland kommen. Eine genaue Zahl gibt es noch nicht, weil keiner von den Herren in den Parlamenten diese weiß. Die damit zusammenhängenden Kosten werden sich laut dem Deutschen Landkreistag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund auf 8 bis 10 Milliarden Euro belaufen.
Es werden im Monat 1.200 Euro pro Person veranschlagt. Hierbei sind die Kosten, die mit der teilweise eingeführten Gesundheitskarte, mit der Asylbewerber beitragsfrei krankenversichert sind, noch nicht einbezogen. Und genau heute verkünden die Krankenkassen die Erhöhung der Beiträge. Tauchen diese Rechnung noch nicht auf. Der Fokus beziffert die durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Kosten für diese Minderjährigen für die Betreuung auf etwa 30.000 bis 60.000 Euro. Durch die hohe finanzielle Belastung für Geld für Kitas, Straßen und Soziales und bei den deutschen Bürgern, die ihr ganzes Leben in die Sozialkassen eingezahlt haben, macht sie ein zunehmendes Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit breit. Und das zu meinem vollsten Verständnis, denn auch mir geht es so. Wenn ein deutscher Landsmann 40 Jahre bei harter Arbeit in die Sozialkasse einzahlt, wie schon seine Eltern und Großeltern, und er am Ende die gleichen Anspruch auf Leistung hat wie ein Asylant, der erst 5 Minuten hier in unserer Heimat ist, hat das nichts mit Nächstenliebe zu tun, sondern das ist Unrecht. Und so müssen wir es auch benennen. Den Einheimischen das Nötigste wegnehmen, aber Fluchtsimulanten nach allen Regeln der Kunst verwöhnen. Wir wollen und können nicht länger das Sozialamt der Welt sein. Eine um sich greifende Verarmung ist mittlerweile in allen Bevölkerungsschichten und des Volkes allgegenwärtig. Es sind Väter, die trotz Vollarbeitszeit nicht mehr in der Lage sind, ihre Familien zu versorgen. Es sind junge Frauen, die aus Angst vor Armut auf den Kinderwunsch verzichten müssen, wodurch die Existenz unseres Volkes mehr als gefährdet ist. Es sind Kinder, die seit ihrer Geburt in sozial schwachen Verhältnissen aufwachsen, ohne Perspektive auf eine bessere Zukunft und somit schon im Kindesalter resignieren. Es sind Alte, die ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt um ihre Rente und einen sorglosen Lebensabend bangen müssen. Und was wollen die herstellen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Sie offenbaren ihr erbärmliches Versagen. Sie holen eine nicht überschaubare Anzahl von Weltenbummler in unser Land. Politik zu Ungunsten der eigenen Bevölkerung und die absichtliche Verschleierung von Tatsachen sowie das bewusste Weglassen von Informationen, das ist doch die Realität hier in unserer Heimat. Doch ich sage ganz klar, Deutschland, unsere Heimat, darf nicht zum Eldorado für Wohlstandsflüchtlinge aus aller Herren Länder verkommen. Wir wollen Heimat statt Zuwanderung und keine westdeutschen Verhältnisse. Deswegen müssen wir das Asylrecht so anpassen, dass unser Land nicht von Asylwalz überrollt und platt gemacht wird. Wer Deutschland zum Paradies für Armutszuwanderer erklärt, betreibt nicht nur die Ausplünderung unserer Sozialkassen, sondern versündigt sich auch schwerstens an kommende Generationen. Werte Bürger der Stadt Schaffenhagen, wer etwas ändern will, muss eine Entscheidung treffen. Es wird nicht reichen, gemeinsam mit dem Arbeitskollegen oder Nachbarn wütend über die Zustände zu gehen. Schließen Sie sich uns an und tragen Sie unseren Protest auf die Straße. Denn es ist unsere Heimat, unser Volk und unsere Entscheidung, den Untergang im Sinne der Zolldemokraten zu gestalten oder ihn aufzuhalten. Eins sei gesagt, es ist kein Verbrechen, deine Heimat zu lieben und es gegen alle Schädlinge zu verteidigen. Es ist nicht nur kein Verbrechen, sondern es ist unser Recht, was unser Grundrecht uns hergibt. Und wir werden auch weiterhin auf die Straße gehen, denn wir sind das Volk und wollen es auch bleiben. Danke. Und der faschistische Musik läuft wieder neben dir, Penner. Auf dem Weitermarsch gegen Demonstranten mit Alkohol. Und immer der Versuch, die Demonstration zu stören. Beleidigungen mussten sich nicht nur die Demonstranten anhören, auch die Polizei wurde beleidigt. Veranstaltung von Pegida oder MVGida. Doch Sie, liebe Schaffenhagener, Sie sind nicht auf diese Hetze der gleichgeschalteten Medien hereingefallen und stehen heute Abend hier mit uns.
Wenn die Presse nicht damit beschäftigt ist, uns zu diffamieren, versucht sie, ihre noch verbliebenen, immer weiter sinkenden Leserschaft zu erklären, dass wir all die ganzen Invasoren benötigen in Deutschland, herrscht schließlich Fachkräftemangel. Und dann sagen wir den ganzen Willkommensschildträgern, Luftballons am Bahnhof hochhaltern und wir brauchen Fachkräftebrüllern. Deutschland braucht keine ausländischen Fachkräfte. Deutschland braucht ein Bildungssystem, welches unsere Kinder zu Fachkräften macht. Und wenn die Bundesmutti dann immer wieder predigt, wir schaffen das, oder uns geht's gut, Deutschland ist ein reiches Land, dann sage ich erstens, wir wollen das gar nicht schaffen und zweitens, wir sind kein reiches Land. 10% der gesamten deutschen Bevölkerung besitzen 65% des gesamten deutschen Privatvermögens. Das heißt, wir haben eine ganz reiche Oberschicht, dann kommt eine große Lücke und dann kommen wir. Und wenn ihr im Erika sagt, wir schaffen das, dann meint sie nicht die reiche Oberschicht mit Kaviar in den Taschen, sondern uns. Auf unserem Rücken und auf unserem Sozialsystem wird die ganze Asylpolitik ausgetragen. Und damit muss Schluss sein. Von der Oberschicht fühlt sich doch höchstens noch kein Heimtill angesprochen, aber der hat bis jetzt doch auch nur heiße Luft geblasen. Wir haben Millionen Menschen, die täglich von der Hand in den Mund leben, die keine Rücklagen haben. Wir haben Menschen, die jeden Tag Tafeln aufsuchen müssen, um nicht zu hungern. Wir haben Kleiderkammern, weil es Landsleute gibt, die sich kein beschissenes Niki aus taiwanischer Produktion im Kick für 2 Euro leisten können. Wir haben Rentner, die nach 50 Jahren harter Arbeit Sozialhilfe zur Rente beantragen müssen, weil ihre Rente nicht einmal das Existenzminimum sichert, geschweige denn zum Leben ausreicht. Richtig! Es gibt immer noch deutsche Kinder, die nicht einmal eine einzige warme Mahlzeit am Tag zu sich nehmen. Es gibt Menschen, die durch die Straße gehen und Pfandflaschen sammeln, um zu überleben. Und das alles, meine Damen und Herren, das gibt es nicht irgendwo, das ist nicht weit weg, das gibt es auch hier in der Reuterstadt Stappenhagen. Und diese Menschen, die nicht wissen, wie die nächsten Tage für sie werden, denen, Frau Merkel, sagen Sie doch mal ins Gesicht, wir schaffen das. Das ganze Elend gibt es nicht nur hier bei uns. Mittlerweile befindet sich die ganze EU in einer aussichtslosen Krise. Immer mehr Länder bauen Zäune und schließen Grenzen, auch auf dem Druck der Wahlergebnisse, denn in ganz Europa werden die Europa- und asylkritischen Parteien stärker denn je. Erst kürzlich fuhren in Polen und Frankreich volksbewusste Politiker Rekordergebnisse ein. Und in Deutschland strömen derweil tausende Illegale über die offenen Grenzen in unser Sozialsystem. Wir sagen, fangen Sie endlich an, die 600.000 abgelehnten Asylbewerber abzuschieben, wenn Sie diese dennoch finden können. Fangen Sie an, die Asyltouristen aus sicheren Herkunftsländern ohne Pass und ohne Asylgrund an den Grenzen abzufangen. Wir schaffen es täglich, 10.000 Passagiere an den Flughäfen unseres Landes auf Waffen, Schmuggelware, verbotene Gegenstände, gültige Papiere und Einreiseerlaubnis zu kontrollieren. Wie kann es denn sein, dass sich unser Land nicht in der Lage sieht, an den Außengrenzen Flüchtlinge zu kontrollieren? Frau Merkel, ziehen Sie endlich Ihren Kopf aus dem Arsch von Obama und fangen Sie an, es zu verurteilen, dass die Weltpolizei in zahlreichen Ländern Rohstoffkriege führt und somit die Flüchtlinge in die EU treibt. Aber die Bundesmutti redet lieber auf Parteitagen, in ausgewählten Runden oder bei Ministerkonferenzen. Es wird das gemacht, was seit Beginn der Krise gemacht wird. Es wird geredet, geredet und geredet, nur handelt niemand. Das aktuelle Asylthema ist natürlich ausschlaggebend für die zahlreichen Veranstaltungen unserer Region sowie im ganzen Bundesgebiet. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es bereits vor den Protesten und vor der Flüchtlingskrise massive Probleme in unserem Land gegeben hat.
Es gibt seit Jahren in Deutschland Städte mit Parallelgesellschaften und Stadtvierteln, in die sich die Polizei aufgrund der zahlreichen Kulturbereicherer nicht mehr traut. Bereits bei der Zuwanderung der letzten Jahrzehnte wurden unzählige Fehler gemacht, sodass jetzt immer noch massenhaft Kopftuchkinder eingeschult werden, die bereits in dritter Generation hier leben, aber immer noch kein Wort Deutsch können. Eine Generation Schulabbrecher wurde geboren. Und auch bei den neu gewonnenen Ärzten, Ingenieuren und Raketenwissenschaftlern scheint der Bildungsstand so schlecht zu sein, wie wir es erwartet haben. So schrieb der Fokus vor kurzem, der Bildungsstand der meisten Einwanderer aus Afrika und Vorderasien ist niedrig. Ihre Fähigkeiten sind limitiert, die Folgen werden bitter sein. Und auch der erwünschte Fachkräftesegen aus Syrien wird nicht eintreffen. Die Kompetenzen der Ingenieure aus Syrien liegen 2 bis 4 Jahre hinter den Kompetenzen des deutschen Ingenieurstudenten. Der Durchschnitts-IQ des Einwanderers mit Universitätsabschluss ist in Deutschland vergleichbar mit dem Realschulabsolventen. Die angepriesenen Fachkräfte können ja zum Teil Abschlüsse haben, nur sind diese in Deutschland eben nicht viel wert. Man muss schon die kompletten schulischen Bedingungen sowie die Anforderungen in den einzelnen Studiengängen vergleichen, wenn man von Fachkräften sprechen möchte. Sprachliche Probleme müssen ebenso berücksichtigt werden. Wenn die Bundesregierung den neuen Fachkräften so viel Vertrauen schenkt, dann darf sie sich von mir aus gerne ihre nächsten Regierungsflugzeuge von den hochbegabten Wissenschaftlern bauen lassen. Dankeschön.